Hier sind wir wieder, Leute. Happy Peace! Ich bin Spex. Ich bin Zeiss. Heute drehen wir ein Challenge, die Candy Challenge heißt. Aus Polen. Mit Süßigkeiten aus Polen. Und ich glaube, alle wissen, was eine Candy Challenge ist. Wenn nicht, erklärt Spex jetzt nochmal. Also man kauft Süßigkeiten aus einem anderen Land und isst sie dann. Hey, wir sind... Naja, also... Man kann auch eine deutsche Candy Challenge machen, aber... Na, egal. Also wenn man in Deutschland ist... Also lebt. Also egal. Wir fangen jetzt an mit der ersten Süßigkeit. Das heißt... Max Snack. Und... sind wahrscheinlich so weiße Chips oder so, keine Ahnung. Und die sind wahrscheinlich gesalzen. Und wir können jetzt beide kein Polnisch. Ah, egal. Die Stunde. Übrigens, diese Challenge ist unser Frühstück. Wow! Okay. Schmeckt gar nicht so schlimm. Ich schmeckt nach nichts. Na doch, ein bisschen schon. Naja, also. Ich mal. Wow. Okay. Wir machen weiter mit der nächsten Scheiße. mit der nächsten süßen Scheiße. Das nächste ist ein Getränk. Ja, wir haben. Vier Getränke noch dabei. Das heißt Jimbark. Oder ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Naja. Das Coole bei diesen Flaschen ist, hier gibt es so ein Ding, dann braucht man gar keinen Flaschenöffner für diese Flaschen. Das war cool. Wir haben jetzt den Flaschenöffner von unserer Herberge. Der sieht toll aus, nicht wahr? Also ihn oh, Kacke. Mann, wie tippt man das hin? Ah. Was machst du? Oh, er hat's fast geschafft. Ja, er hat's geschafft. Okay. Ja, brauchen wir kein Glas? Hey, nein, ist doch jetzt egal, trink. Und das ist übrigens, was für ein Geschmack, Schwätz? Himbeere. Wow. Jetzt trink. Schmeckt lecker. Wow. Nach Himbeere. Alter. Applaus für das Getränk. Es schmeckt lecker. Was war das? Aber es schmeckt richtig künstlich. Es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Zahnpasta. Aber auch irgendwie nicht. Hä? Zahnpasta schmeckt nicht. Oh, es kann auch Himbeere Minze sein. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Ich habe keine Minze. Dein Schminke verläuft gerade, oder? Nein. Doch. Ja, ist doch jetzt egal. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten. Ah, ich hab geschafft. Hey. Also, warte. Auf dem Bild sieht man halt die Bonbons. Und die haben Füllung. Irgendwie Karamell oder was weiß ich, Schoko. Was weiß ich? Hä? Die würde ich nicht empfehlen. Ich dachte, die wären richtig lecker. Das sind 10 Punkte. Ja, nicht 10 Punkte. Boah.
Freunde für euch. Viel Spaß. Wir wissen, wieso sie uns nicht geschmeckt haben, weil sie mit Alkohol sind. Yeah. So ekelhaft. Ich hab's ausgesprochen. Jedenfalls machen wir weiter mit dem nächsten. Ich habe die nicht gekauft, auf jeden Fall. Diese Frucht, diese da oben, ist vielleicht eine Melone. Wenn ihr es genau wisst, schreibt es in die Kommentare und wir probieren es jetzt erstmal. Ich probiere erstmal das Schwarze und du erstmal das Grüne und dann wechseln wir. Also gut, wir probieren. Dein Ernst? Alter, das ist richtig sauer. Oha, das ist voll sauer, aber das ist richtig lecker. Hier. Was war's? Das war schwer. Jetzt probiere ich das Grüne und er das Schwarze. Hä? Oha. Oha. Schmeckt richtig nach Blatt. Das schmeckt gar nicht nach Blatt. Doch. Da ist sogar ein Blatt drauf. Das gehört nicht dazu, glaube ich. Nee, das ist Kiwi. Ich Blatt. Also ich finde, das schmeckt nach Apfel irgendwie. Aber irgendwie auch nach Johannisbeer. Okay, egal. Wir trinken das auch noch. Und wir nehmen jetzt das letzte. Das heißt Delicta oder so. Probier du mal zuerst. Er ist schlau. Und? Man schmeckt es nicht so mit dem. Nicht lauter. Man schmeckt es nicht unbedingt so. Ich probiere jetzt. Richtig. Wow. Nicht so das Beste. Das ist ein bisschen bitter. Ein bisschen mehr. Ich finde, der Nachgeschmack ist bitter, aber sonst ist es eigentlich lecker. Ich finde es nicht so unbedingt das Beste. Also ich habe es ja auch nicht so. Ja, schon, aber es ist halt so ein bisschen bitter, aber sonst, es schmeckt so richtig geleeartig, also wie, keine Ahnung. Also, hier irgendwo ist noch ein Video von uns verlinkt, irgendwo im Bildschirm. Und ich würde mal sagen, wir sagen Tschüss für heute. Und abonniert unseren Kanal und gebt ein Like, wenn euch diese Challenge gefallen hat. Tschüss. Danke.